Ja, hallo und Glück auf. Weitere Ausgabe Legendentalk. Erstmal hallo, Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk, Glück auf. Ja, wir sind wieder zusammengekommen nach dem Spiel gegen den SC Paderborn 07. 6 Tore haben wir gesehen, 2 Elfmeter, eine vielleicht noch fragwürdige Elfmeterentscheidung dazu. Also es war eine riesige Achterbahnfahrt. Vielleicht wollen wir das Spiel heute mal so ein bisschen unterteilen und wir sprechen erstmal nur bis zum 2:0. Was haltet ihr davon? Wie waren eure Eindrücke bis zum 2:0? Oder? Ja, ich meine, die haben da weitergemacht, auch wo sie gegen St. Pauli aufgehört haben. Gehen 2:0 in Führung, verdient in Führung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, da passiert nichts mehr. Ja, wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Obwohl Paderborn, wenn man die Tabelle sich anschaut, und wenn du im oberen Drittel in der zweiten Liga bist, du eine Spitzenmannschaft. Und wir haben 4 Punkte gegen Spitzenmannschaften geholt. Hätten wir sagen, nach dem Magdeburg-Spiel gesagt, okay, damit können wir leben, das ist okay. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wenn man wirklich gut spielt in St. Pauli und gewinnt gegen die beste Mannschaft, weil sie sind ja mit Abstand Tabellenführer, und Paderborn, die auch oben mitspielen, 4 Punkte, hätten wir gesagt, okay, damit können wir sehr, sehr gut leben. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass wir 2 Punkte da verschenkt haben. Weil wenn ich 2:0 führe und dann kommt eine Situation, die entscheidend war für mich, wo Yusuf den Ball zurückköpft statt ins Aus, dann passiert nichts mehr. Und das sind solche Sachen, die darfst du nicht machen, weil der Gegner kommt zum 2:1 und 2:1 ist ein unheimlich gefährliches Ergebnis. Der Gegner kriegt Oberwasser, der merkt, aha, hier geht was und du weißt doch nicht, wie verhalte ich mich? Greife ich weiter an, mache ich auf defensiv und so weiter. Und deswegen, ja, so ist es auch gekommen, die kriegen Oberwasser und dann wieder ein Fehler, der zum Elfmeter führt, wie man sich da so verhält. Auf einmal 2:2. Ja, und dann merken die ja noch mehr. Hallo, hier geht noch mehr. Und machen da 3:2. Und muss ich ehrlich sagen, haben wir gedacht, ja, dieses Spiel ist leider verloren gegangen, wo es so unnötig war, wie ein Kropf. Aber dass wir dann noch, das 3:3 machen, Gott sei Dank, haben wir einen Punkt geholt. Dass sie nur mal aufgebäumt haben, ein bisschen, auch wenn es in der Nachspielzeit war. Ja. Aber dann ist es ein 3:3. Und ich muss immer wieder sagen, ich gucke mir viele Spiele auch in unteren Klassen an. Ob das untere Klassen sind oder Bundesliga, spielt keine Rolle. Wenn du Fehler machst, gewinnst du keine Spiele. Jetzt war der Klaus schon wieder bei einem 3:3. Ja, der Klaus war bei. Aber. Ja, also. Du weißt ja, ich kritisiere immer gerne, ganz gerne, aber bis zum 2:0 konnte man gar nichts kritisieren. Nein, absolut. Das Spiel, das plätscherte so hin, meiner Ansicht nach. Paderborn hatte keine Chancen gehabt, unsere haben das Spiel ein bisschen verwaltet und. Und was mir wieder aufgefallen ist, also ich weiß nicht, warum das den Gerrits nicht auffällt. Ich hätte den Zuppi, den hätte ich also in der Halbzeit schon entsorgt. Der war, nach 30 Minuten habe ich den Eindruck gehabt, war da die Luft schon wieder raus. Und dann fing die dann auch schon wieder so über die Seiten an, ein bisschen besser zu spielen. Matjani hätte ich dann auch schon reingeschmissen, weil das ist keiner, den du so, weißt du, zieh dich aus und jetzt sofort rein. Da ist bei dem wahrscheinlich der Kopf hundertprozentig durcheinander. Aber wenn er sich in der Halbzeit warm gemacht hätte, ein paar Bälle gespielt und so ein bisschen Sicherheit und dann ihn reingetan hätte, ich glaube, das wäre besser gewesen, also bei dieser Auswechslung auf jeden Fall. Paderborn hat mich auf einmal doch sehr überrascht, dass die auf einmal so einen Druck gemacht haben. Aber wie der Klaus schon sagte, wenn du einen reinkriegst, ja, fangen sie an zu flattern. Dann kam dieser blöde Elfmeter, ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat, ob Kopf und Hand, ich weiß es immer noch nicht so richtig. Und
dann hätte Müller fast noch gehalten. Das wäre natürlich die Sensation gewesen. Er war sogar dran, ne? Ja, der war dran gewesen. Also das wäre schon geil gewesen, wenn er den gehalten hätte. Dann wäre das Spiel in ganz andere Richtung wieder gegangen. Dann wäre das Selbstvertrauen auf einmal wieder da gewesen. Aber dann kriegst du so ein Tor rein und dann hat man gesehen, wie kopflos wir meiner Ansicht nach gewechselt haben. Ja, wir haben kopflos gewechselt, ja, weil Paderborn hat ein bisschen was reingeschmissen. Es mussten wir auch was reinmachen. Ob der eine oder andere jetzt kaputt war, das kann ich jetzt nicht so sehen. Aber wenn ich sehe, dass man Latzer reintut, ja, dann weiß ich nicht. Der Latzer ist ja nun einer, der zentral spielen kann, ja, aber nicht über außen. Also du musst ja die Außen zukriegen, ja. Und das war wieder das Wichtigste für mich, dass man die Außen zukriegt. Weder Blendi hatte auf der rechten Seite, ja, der hätte auf der rechten Seite für Yusuf spielen sollen, weil die waren ja 1:1 ausgetauscht. Auch der war irgendwo zu weit in der Mitte, also sind die wieder über außen durchgekommen. Und ich hätte auch Lasse nicht rausgenommen. In der Situation habe ich das Gefühl gehabt, dass Paderborn gedrückt hat und sind immer weiter aufgerückt. Und da hätte ich Lasse eigentlich vorne stehen lassen, weil der ist schnell, da hätte ich mal vielleicht in der einen oder anderen Situation durch die Gasse spielen lassen. Also das hätte ich nicht gemacht. Also wir hatten dann auch wenig Schnelligkeit nachher vorne gehabt, also normal. Ne? Also wenn Terodde raus ist, hätte ich dann eben top gebracht, okay, dann hätte ich dem gesagt, du spielst hinterlassen ein bisschen, ja. Aber den Lassen hätte ich nicht rausgenommen. Weil erstens hat er mal nach langer Zeit ein Tor gemacht. Der hatte so ein bisschen Selbstvertrauen gehabt. Also warum soll ich den einzigen schnellen Mann aus der Mannschaft nehmen? Das fand ich, das war für uns, also ja, ich glaube, dass der Gerrit sich dabei weil selber in den Arsch gebissen hat, auf Deutsch gesagt, dass er den rausgenommen hat. Das hätte ich nicht gemacht. Also ich hätte den in der Spitze spielen lassen, weil die Paderborner aufgerückt haben. Ja? Und durch seine Schnelligkeit hätten wir vielleicht das eine oder andere noch erreichen können. Ja, ich glaube, ich will mich wirklich nicht dazu äußern. Das wissen die besser, wenn man wechselt, man will ja noch mal was versuchen. Und weil vieles da eben durch diese Fehler, die wir gemacht haben, schiefgelaufen ist. Und da versucht man als Trainer noch den einen oder anderen einzuwechseln. Und dann top reingekommen ist, der das auch 3-3 noch machte. Gut, das entscheiden die unten, das entscheidet der Trainer, die Co-Trainer, die da unten sitzen. Aber das Entscheidende für mich, dass wir nicht gewonnen haben, war dieses 2-1. 2-1, ich habe es vorhin gesagt, ist das schlimmste Ergebnis, was sein kann. Wir haben mitgemacht. Ich werde mich noch zurückerinnern, als wir gegen Frankreich, es stand 3-1, da kam Rummenigge rein und macht das 3-2. Da geht ein Ruck durch die Mannschaft, so war das hier auch. Und du, wie verhältst du dich? Bleibst du hinten? Greifst du weiter vorne an? Oder wie machst du das? Ja, aber das kannst du nichts mehr ändern während dem Spiel. Klaus, deswegen, aber nach der Auswechslung, ja, mit Blendi und Latzer, war schon mal klar, dass wir in die Defensive reingehen. Das heißt, wir haben uns zurückgezogen. Ja, wir haben das Spiel den Paderbornern überlassen. Das fand ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte auch den Hazard hätte ich reingeschmissen für Latzer. Latzer ist... Meine Güte, das ist ein Spieler, den kannst du mal bringen, aber nicht in so einer Situation. Ich finde, da braucht man auch ein paar schnelle Jungs, die schnell am Ball sind, die mal noch was unternehmen. Du hast dich zu sehr reindrücken lassen, meiner Ansicht nach, dass du auf einmal auch keine Schnelligkeit mehr nach vorne hattest. Und wenn der Junge jetzt, der ist jetzt ja auch schon wieder fit, dann hätte ich den auf jeden Fall gebracht. Ja? Hätte ich gesagt, der ist schnell, auch er ist schnell, er kann 1 gegen 1 gehen und was er hat einen guten Passspiel. Und dann, deswegen hätte ich Lassen vorne drin gelassen, hätte Hazard spielen lassen und Latzer nicht. Weil der hätte dann auf der linken Seite, was er immer gemacht hat, so ein bisschen spielen können.
Also wie gesagt, wir haben uns so ein bisschen zu sehr nach hinten reindrücken lassen. Deswegen, wir haben ja eigentlich auch Glück gehabt, dass wir noch 8 Minuten Nachspielzeit hatten. Also das hätte ja auch nach 5 Minuten Ende sein können. Ja, dann hättest du das Tor ja wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht. Also wir haben, im Grunde haben wir eigentlich noch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Aber wie gesagt, ich hätte diese Auswechslungen, meiner Ansicht nach, sind wir schlechter geworden als besser. Wir standen schlechter, wir sind auch vorne nicht mehr gut nach vorne gekommen. Also es war nur noch ein Verteidigen. Und das, na klar, wenn du jetzt mit Top, dass der das Tor noch macht, meine Güte, das ist natürlich auch, da kannst du gleich Lotto spielen normalerweise. Das Spiel hätte ich nie mehr gedacht, dass wir noch ein Tor machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat er gut gemacht, der Junge, kein Zweifel. Aber wie gesagt, für mich war das die Auswechslungen, 5 Mann rein, die müssen sich erstmal alle finden. Ich finde das sowieso immer schlimm, wenn ein Trainer hergeht und 5 oder 4 Leute auf einmal einwechselt. Das ist meiner Ansicht nach, bringt man da so ein bisschen die Mannschaft durcheinander. Der eine versteht es, der andere versteht es nicht. Der eine braucht 5 Minuten länger, um reinzukommen, der eine braucht 1/4 Stunde. Also das ist, da hätte ich lieber gepunktet, so nach punktmäßig gesagt, den rein, aber nicht so 4, 5 Mann auf einmal. Also das ist, finde ich nicht gut. Ich meine, das bist du vielleicht anderer Meinung, aber okay. Zum Glück haben wir ja noch Wenn du zurückliegst, wenn das Spiel, wie es da gelaufen ist, da wirst du alles versuchen. Der eine oder andere war vielleicht angeschlagen oder vielleicht müde und so weiter. Dann versuchst du, Leute reinzubringen für die Position. Ja, aber wir haben ja positionsmäßig... Der Rode ist ja rausgekommen, Top rein. Ja, aber der ist in der 80. Minute raus. Ja, ja. Der Top ist ja nicht für ihn reingekommen, sondern der Top ist, glaube ich, für einen anderen reingekommen. Weiß für Lassen. Nicht. Ja, für Lassen reingekommen. So. Also deswegen sage ich... ich glaube, die Auswechslungen waren diesmal nicht gut gewesen. Wir haben diesmal schlecht ausgewechselt, meiner Ansicht nach. Wir haben uns selber unter Druck gebracht durch die ganzen Auswechslungen. Aber hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass nach dem 2:0, also bevor der Anschlusstreffer fiel und überhaupt dann gewechselt wurde, dass Schalke da schon nachlässiger wurde, dass sie vielleicht zu sicher waren? War das vielleicht eine Kopfsache, dass sie die Paderborner wieder überhaupt zu dieser Möglichkeit kommen lassen konnten? Ja gut, die Situation, die war, dass der von rechts flankt, flankt nach hinten und der köpft den Ball zurück. Ja. Also, und der andere macht das Tor. Und von, bis dahin war eigentlich gar keine Gefahr. Wir waren überzeugt davon, wo wir oben saßen, auch der Gerd, und dass wir dieses Spiel gewinnen können, wie es abläuft. Und, aber dann, wie gesagt, dann entsteht so eine Situation. Und ich kann es nicht nochmal erklären. Sowas ist entscheidend. Da geht kein Weg dran vorbei. Und ich hoffe natürlich, dass er daraus gelernt hat. Also nur ein junger Spieler, was ist dabei, wenn er ins Tor ausköpft? Was ist dabei? Kommt eine Ecke, kann man sich wieder neu formieren. Aber das war ja, der Jusuf, das entscheidende Punkt, ja. Meine ich. Ja? Ja, also wie auch immer, Klaus. Ich bin in eine Loge rein, da stand 2:0. Da bin ich bei meinem Freund Hübner reingegangen, habe mich da hingestellt, habe das Spiel weitergeguckt. Dann fällt das 2:1, dann fällt das 2:2, dann fällt das 3:2. Und dann habe ich mich ganz schnell aus der Loge verdrückt, weil ich gesagt habe, das gibt's doch nicht hier. Jetzt bist du endlich mal hier, hast du mal einen Freund besucht zwischendurch. Und du guckst und es steht auf einmal 3:2. Dann bin ich raus, da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht mehr. Und dann bin ich hier vorne, also an den Logen vorbei, weil ich wieder in die andere Loge rein wollte, da wo wir 2:0 geführt haben. Und dann höre ich 3:3. Also dann war ich dann wieder beruhigt, da habe ich gesagt, ja, leck mich am Arsch. Gut, dass du da aus dieser scheiß Loge rausgegangen bist, wo der Wolle auch schon Spiele mit seiner Loge auch gewonnen hat. Aber da war ich so ein bisschen, habe ich gesagt, ich muss hier raus. Sag mal, wir verlieren hier, wenn ich so bald in der Loge bin. Bin ein bisschen abergläubisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat, also im Endeffekt muss man sagen, also 2 Spiele, 2 schwierige Spiele gegen 2 schwierige Mannschaften. Man hat 4 Punkte geholt.
kann man mit zufrieden sein. Wenn man 6 Punkte geholt hätte, wäre man eigentlich raus aus dem Ganzen. Ja, man wäre dann mit 7 Punkte oder so, wäre man dann vor. Da hätte man schon mal jetzt in Berlin ein bisschen anders spielen können. Jetzt ist Berlin, hat natürlich auch wieder verloren. Und da muss man wirklich sagen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass Pauli härter schlägt. Also da hätte ich mit dem Unentschieden gerechnet. Und vor allen Dingen nach der Leistung, die sie hier gebracht haben, da hätte ich Hertha ein bisschen besser eingestellt oder viel besser mir vorgestellt, dass die da was holen. Und dann hast du jetzt hier das Problem im Hertha, das wird sicherlich nie einfach. Und wir sind noch nicht unten raus. Das haben wir ja schon mal besprochen. Aber was 5 ist denn, Punkte was ist nicht ganz so viel. Ne? Was ist denn schon einfach? Guck dir doch die Spiele an. Ja, wenn es nach dem gehen würde, wie der Tabellenplatz ist, wie soll dann Braunschweig in Kiel gewinnen? Ja, ja. Ja, also es ist alles möglich. Da kann, wir haben es ja immer gesagt, da kann jeder jeden schlagen. Mhm. Ja, es kommt immer auf die Tagesform an, wie gehe ich in die Zweikämpfe, versuche ich schnell nach vorne zu spielen. Und da kannst du auch in Berlin, gegen Hertha Berlin, gewinnen. Weil andere haben es ja auch gezeigt, ist ja keine Übermannschaft auch. Da musst du auf gewisse Leute musst du aufpassen, gar keine Frage. Ja, auf Rese, der überragend spielt teilweise. Der bei uns auch schon war, den sie weggetan haben. Und auch den vorhin, der Stürmer, der Tore macht. Aber natürlich darfst du nicht so auftreten wie in Magdeburg, wie in Kaiserslautern. Das sind so Situationen, die dürfen nicht passieren. Ja? Dann hast du auch die gute Chance, in Berlin was zu holen. Dass wir nicht unten raus sind. Durch dieses Unentschieden, wenn wir gewonnen hätten, 7 Punkte dem Platz, wo gefährdet ist. Aber ist es nicht. Und deswegen musst du schauen, konzentriert, wieder arbeiten von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist immer der gleiche. Das ist natürlich auch die Frage, Klaus, spielst du wieder mit der gleichen Mannschaft? Oder veränderst du die Mannschaft jetzt in Berlin? Geht nicht ganz. Paul Seguin, 5. gelbe Karte, wird ja definitiv nicht spielen. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Also musst du da schon mal was verändern. Also da bin ich mal gespannt. Wer hat die 5. gelbe Karte? Paul Seguin. Ja, ich gehe mal davon aus, dass dann Ron Schallenberg zurück auf die 6 geht und dann Kaminski in die Innenverteidigung zurückkommt. Gut, das ist ein Spieler. Der tut mir leid, das würde ich jetzt in der Situation nicht machen. Was? Also, dass ich jetzt Kaminski wieder hinten reinstellen würde. Nee, würde hinten so lassen, wie es war. Außer, dass der Supi jetzt hier, da würde ich mal ein bisschen mehr gucken, dass derjenige ist, eigentlich der schon da. Ab der 35. Minute, 40. fängt er an abzutauchen. Ja, der ist unkonzentriert, der hat auch keine Kraft mehr, meiner Ansicht nach vorne zu kommen und hat dann auch Schwächen in der Defensive. Also den würde ich trotzdem spielen lassen, aber ich würde schon frühzeitig überlegen, wenn ich mir da hinstelle, ob mir der Brunner wieder... Also ich würde auch nicht den Großteil der Mannschaft wieder verändern. Ich würde nur diese Position... die du ersetzen musst. Ja. Ja, da müssen sie sich Gedanken machen, wer da spielen soll. Und ich meine, wir haben keinen Europapokal, wir haben nichts, wir haben Samstag, wieder Samstag. Ja, da kann UEFA Cup spielen wir noch. Da können ja spielen. Aber nicht wieder. Ja, aber das ist ja nur, das ist ja auch nur eine Position. Also das ist ja nicht so, ja. Da wird sich ja nur einer finden. Und wenn keiner Lust hat, dann spiele ich da eine halbe Stunde mit. Also so schlimm ist es nicht. Nein, aber das wird sich auch im Training zeigen. Scherz. Wer bietet sich da an? Ja? Und dann hoffe ich, dass sie den richtigen Mann aufstellen und dass wir... Ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, wir haben unterhalten uns ja auch. Du musst trotzdem, wenn du in Berlin spielst, du musst Mut zeigen. Keine Angst vor Hertha Berlin. Das ist keine Übermannschaft.
Du musst da nach vorne, um Spiele zu gewinnen, musst du mal nach vorne spielen. Du kannst nicht mehr hinstellen und du musst Mut zeigen. Und ich glaube schon, dass wir jetzt in der Lage sind, dass diese beiden Spiele gegen Hertha Berlin und auch gegen St. Pauli und gegen Paderborn uns schon ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat, wenn man solche Spitzenmannschaft eben schlägt. Und warum nicht auch bei Hertha Berlin? Ja, Ärmel hoch und durch. Also nutzt ja alles nichts. Du musst ja irgendwo auswärts vertonen. Wenn du jetzt wieder verlieren solltest in Berlin, dann hast du das gleiche Problem. Die anderen rücken wieder auf und dann bist du nur noch zwei Punkte dran. Das ist so ein schneidendes Messer. Wenn du pausenlos auswärts verlierst, dann wirst du da unten auch nicht so schnell rauskommen. Außer wenn du jetzt hier die beiden Heimspiele gewonnen hättest, dann hättest du zwei Punkte noch mehr. Dann hättest du jetzt auch mal, das würde dir dann nicht so wehtun. Ja? Wenn du mal angenommen, du würdest jetzt in Hertha verlieren, dann hast du hier wieder Karlsruhe. Dann hast du aber immer noch drei Punkte oder so vor. Ja, aber du musst schon einen Punkt mindestens holen und dafür ist die Mannschaft auch gut genug. Ja, du musst doch mal langsam, jetzt aber wirklich mal langsam sagen, so schlecht sind wir nicht. Ja. Weil es sind so viele andere Mannschaften, die viel, viel schlechter sind als wir und die spielen oben. Und wenn ich jetzt sehe, hier so wie Paderborn, die haben zig Punkte mehr, ich glaube, die haben 38 oder was weiß ich jetzt nicht genau, aber die waren doch nicht besser als wir. Also deswegen glaube ich, die müssten mal langsam die Ärmel hochkrempeln und sagen so, jetzt fahren wir mal nach Hertha hin und da holen wir mal was. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir so eine Vorstellung in Berlin abliefern werden, wie in Kaiserslautern und in Magdeburg. Da kann ich mir nicht vorstellen. Weil daraus haben die auch gelernt und daraus werden sie sich auch unterhalten haben über dieses Spiel, auch klar. Und deswegen bin ich zuversichtlich. Muss ich ehrlich sagen, dass wir in Berlin was holen? Also in Berlin, also musst du mindestens einen Punkt holen, Klaus. Also dann hast du zwei gute Spiele hier gemacht und rutscht wieder mit unten rein, ja. Aber es nutzt alles nichts. Du musst auswärts auch mal entweder ein Spiel gewinnen, um dich abzusetzen, aber richtig abzusetzen, ja, dass die Mannschaft ruhig aufspielen kann, auch wenn sie mal sagen, wir verlieren mal zu Hause. Aber du hast doch jedes Mal Druck hier, jedes Mal Druck, aber richtig Druck, wenn du in Hertha wieder verlierst und die anderen gewinnen. Dann sind die wieder dran und die, auch die unter uns sind, die sagen, ey, Schalke ist noch nicht so weit weg. Du, die holen wir noch, die können wir noch einholen. Ja? Also das ist ja nicht nur, dass wir sagen, wir wollen nach oben, sondern die anderen Mannschaften, die unten sind, denken ja das Gleiche. Ja, wenn du Friedhelm Funkel siehst, wie der da gestern gesprungen ist, ja, und hat sich gefreut wie ein Schneekönig, ja, weil er das Spiel gewonnen hat. Weil der hatte auch richtig Druck. Ja, und deswegen glaube ich, dass wir in Hertha die Ärmel hochkrempeln müssen und richtig Gas geben müssen. Die sind schlagbar, wie du sagst, gar kein Thema. Aber wenn du natürlich Angst hast, dann fressen sie dich auf. Ja, das geht auch nicht. Und die gucken ja auch, die reden ja auch darüber, wie die Tabellensituation ist. Ja, die ist ja nicht so, dass wir noch weit weg sind. Ja. Nein, wenn wir da was holen, wenn wir, sollten wir sogar gewinnen in Berlin, wo auch möglich ist, ja, dann kannst du ja frei aufspielen. Dann bist du so und so viele Punkte weg von da unten. Und dann bist du mutiger. Und hier, die Heimspiele sowieso, die Zuschauer stehen hinter dir, aber du musst das immer wieder beweisen, du willst da unten raus, du willst Spiele gewinnen. Ja. Ja. Sehr gutes Schlusswort eigentlich, ne? Ja, super. Der Klaus hat gesehen, das erste Mal, so wie ich normalerweise immer mache. Hör mal, du guckst mich schon ab hier mal hier. Was machst du? Ja. Hä? Ist aus? Nö. Nein, ist noch nicht. Wir sind noch drauf. Ich danke für eure Einschätzung, für eure Expertise. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Berlin. Jawohl. Und sind wir gespannt. Danke und Glück auf. Glück auf. Glück auf.